So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 19 The Journey. Und wir haben mal wieder einen Trainingstag. Na, dann wollen wir mal trainieren, ne? Mit Alexander, Heute wohlbemerkt. geht's um die Zweikämpfe, Leute. So. Okay, Zweikämpfe. Zweikampfübungen, Abwehrszenario. Kriegen wir hin. Greife den Stürmer per Zweikampf an, verhindere Tore. Okay. Alles klar. Nein. Wow. Einfach so. Zack. 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 Nee. Zack. So, trotzdem A. Das ist schon mal gut. Okay, verhindere gegnerische Tore, versuche durch Spielerwechsel mehr Passwege zuzustellen. Okay. Zack. Wo will der denn hin? Das glaubst du doch selber nicht. Na komm! Meine Fresse! Gott! Geht er mir auf den Keks! Ja, klar! Egal, ist nah. Gott, nervt das Ding mich. So. Oh, ich kann die Challenge beginnen. Hey, dann beginnen wir so. Mauerbauer. Okay, zerstöre möglichst viele Ziele deines Gegners. Versuche die Ziele der oberen und unteren Ecken zu treffen, um mehr Punkte zu erhalten. Ach du Scheiße. Bei uns kann jeder Spieler schießen. Aber schießt du präzise aus der Distanz? Ich bin ganz okay. Das hier ist Real Madrid. Ganz okay reicht dir nicht aus. Also zeig, was du drauf hast. Okay. Ups.
Boah, ich habe mehr Punkte. Gott sei Dank. Wow, ich wusste, dass du gut bist. Aber die Schüsse sind der Wahnsinn. Deshalb wurde ich ja geholt, denke ich. Kann ich nachvollziehen. Gut gemacht. Danke. Geilo, wir haben die nächste Challenge fertig. Nächste Mentoren-Challenge. Das heißt, wir können uns schön an den nächsten jeden Tag alles geben. Denken. Aber Alex Hunter war heute wirklich sensationell. Sehr gut, junger Mann. Danke, Coach. So, dann haben wir den dritten Mentor, glaube ich, jetzt fertig. So dass wir, glaube ich, nur noch zwei haben. Wenn ich mich richtig. Also, ne. Ne, Mentoren. Genau. Der dritte Mentor, die Aufgabe für Groß haben wir ja jetzt gemacht. Varane ist der nächste Mentor, den wir nehmen. Und zwar für die Standardposition ohne Ballbesitz. Also Manndeckung halt. So, dann die zwei noch. Und dann haben wir alle Mentorenaufgaben soweit fertig. Oh, wir haben die Dingsaufgaben auch komplett, ne? Guck mal. Das heißt, hier wird es dann auch gleich erstmal einen Wechsel geben, schätze ich mal. Aber wir hören. Wobei? Das könnte noch Spieltag für die Gruppe sein. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wir können gar nicht mehr eingeholt werden, glaube ich. Also wir können, glaube ich, nicht mehr vom ersten Platz geholt werden. Selbst wenn wir jetzt nur noch verlieren. Ich meine mal 15 Punkte, hallo. Ne? Das ist schwierig zu machen. Also schwierig, da uns zu besiegen, vom ersten Platz zu schubsen. Wolfuß und Frank Buschmann sagen herzlich willkommen. Wir melden uns hier aus der UEFA Champions League vom sechsten und letzten Spieltag der Vorrunde. Mal wieder ein toller Wettbewerb. Was haben wir in dieser Saison nicht schon wieder alles erlebt? Und ich glaube, auch das hier heute wird ein sehr intensives Spiel. Und in der heutigen Partie heißt es Sporting Lissabon gegen Real Madrid. Letzter Spieltag der UEFA Champions League Vorrunde. Und wir sehen es immer wieder. Dieser Wettbewerb, er ist einmalig. Das hast du in keiner anderen Sportart, zumindest nicht in diesem Ausmaß. So viele Top-Duelle, so viele Superstars. Also da können sich die Fußballfans wirklich glücklich schätzen. Jetzt ist er durch. Hunter, super Modric. Da ist das erste Tor und der Ui, rutschen. Los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Real Madrid hier also mit der Führung. Und Hunter. Das ist jetzt seine Chance. Da zieht er ab. Und Tor. Das war klasse gemacht und er bleibt ganz cool vor dem Tor. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte ihm Ruhe geben. Coates. Radoslav Petrovic. Bruno Fernandes. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Fängt diesen Ball ab. Der Angriff könnte was werden. Hunter und das Tor. So, Nummer 2. Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Also Nummer 3 eigentlich. Ganz klar vorne. Wow. Weg ist der Ball. Jetzt vielleicht. Der Pass, stark gemacht. Wieder Hunter, der Ball im Tor. Das war sein dritter Treffer, eine super Leistung. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Ich glaube, ich habe gerade meinem eigenen Typen Bein gestellt. Und Varane.
Alex Hunter. Er ist frei, da kann was draus werden. Er versucht's. Ah. Nee, weit vorbei. Eigentlich gut gedacht, Gott. Aber es fehlt einiges. Good day. Bale, Isco, Luka Modric, Asensio spielt und jetzt die Chance. Oh Gott. Warum muss dieser Scheißbalken immer so langsam gehen, wenn man vorm Tor steht? Echt. Jetzt vielleicht. Hunter mit dem Tor. Real Madrid mit einer tollen Vorstellung und hier bauen sie ihre Führung sogar noch aus. Konzentriert und seriös gehen sie das Ding hier an. Da ist der Spielstand dann keine Überraschung. Stark gemacht, das könnte was werden. Und jetzt der Schuss. Da wäre es fast passiert, aber der Torwart passt. Meine auf. Güte. Klasse gemacht, Wolf. Der echt uncool. Ganz allein auf ihn zu, aber er bleibt ruhig. Und jetzt die Chance. Latte, aber die Chance lebt noch. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Der Ball ist gleich wieder weg, könnte also erneut gefährlich werden. Diesen Alu-Treffer müssen Sie jetzt abhaken. Der Chance dürfen Sie nicht weiter nachtrauern. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Stark verteidigt. Radoslav Petrovic. Schwache Aktion, Ballverlust. Toni Kroos. Real jetzt mit der Gelegenheit. Und er schießt. Oh meine Fresse, dieser Scheißbalken. Also ich... ernsthaft, der... die... Nun Esco. Dings, die Schusssteuerung von Dings 17 und 18 waren da viel besser. Ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Also da waren die wirklich viel, viel besser. Meine Herren. Marco Asensio. Alex Hunter. Und jetzt die Chance. Souverän gemacht vom Torwart. Was soll der Scheiß? Und hier wird es jetzt meine zwei Minuten Nachspielzeit geben. Alex Hunter. Jetzt vielleicht. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und Alexander hier mit dem tollen Abschluss. Wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Er bringt alles, aber auch alles mit. Das Debakel ist schon nach Halbzeit 1 perfekt. 6:0 der Zwischenstand. So, geht doch. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssten sie eigentlich packen. Und Hunter. Nun Varan. Er schießt. Oh. Und den Ball hält er problemlos. Schade. Hopp, hopp. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Ja, der ist der reinste Wirbelwind da vorne. Ein Torjäger, wie er im Buche steht. Sowas sieht man nicht allzu häufig. Riesenchance für Wahnsinn. Oh, meine Güte. Ball hier für den Torwart. Komm schon. Hunter. Er versucht. Na bitte. Real Madrid macht das Tor. Ich muss ja noch die vorne, Dings steigern. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Real Madrid will jetzt wechseln. Oh
Coates. Acuña. Halbe Stunde noch, dann komm ist es schon. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Er soll das Tor machen. Meine Herren. Nein. Verteidigt er den Ballbesitz. Riesenchance für Varane. Der Schuss war. Der blockt ihn richtig gut. Und ja, dieses Tor. Schönes Ding. Also schade, dass Dings das nicht gemacht hat, Varane, aber trotzdem ein schönes Tor. Diaby. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation... Riesenchance für Varane! Na bitte. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Sie liegen deutlich vorn. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Varane. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Mann, er bekommt Hilfe. Varane jetzt. Schöne Aktion. Alter. Verzieh dich. Riesenchance für Varane. Entschlossen geklärt. Nun Varane. Das könnte gefährlich werden. Riesenchance für Varane. Na bitte. Jetzt ist auch die Leiste voll, nämlich. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. So. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Diaby. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und jetzt die Chance. Und das Tor! Schön weggerutscht. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Die ist gelaufen. Diaby. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Hunter. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da, Konterchance vertan. Er schießt. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Oh, schade. Der Ball geht deutlich neben das Tor. War das nicht 2 Minuten Nachspielzeit, nicht 4? Holt euch den Ball. Das ist zu passiv. Das war's für heute und mit diesem Resultat ist Real Madrid nun Erster in dieser Gruppe. Und das kann ihn auch keiner mehr nehmen, der Gruppensieg war aber auch Ziel des Clubs. So. Bei diesem Club läuft es halt einfach. Die K.O.-Runde kann kommen. Hashtag Champs. Na guck mal, da haben wir auch schon ein Viertel der ganzen Linie.
So, Kapitel 2 ist abgeschlossen bei Alexander. Wir haben das Design gewählt, wir haben eine Mentoren-Challenge abgeschlossen und wir haben auf die UEFA Champions League Vorrunde auf Gruppenplatz 1 beendet. Somit haben wir alle Aufgaben erledigt und wir können da bei Alex dann später ins Kapitel 3 gehen. So, wir haben dementsprechend 2 von 3. Danny Williams fehlt ja noch für diesen Dings. Natürlich wollen wir The Journey weiter spielen. Und als nächstes wird uns natürlich Danny Williams vorgeschlagen auch. Da gehen wir allerdings erst in der nächsten Folge rein, in die Story wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier bei FIFA 19 mit Danny Williams und uns, beziehungsweise und mir, eurem Livers. See ya.